بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem heutigen Unterricht. Ja, meine lieben Geschwister, nach jetzt einer längeren Pause und auch nachdem wir jetzt im Ramadan viele andere Themen behandelt haben, welche wir auch im Ramadan benötigt haben, wollen wir jetzt wieder zurückkehren zu unserer Reihe, welche wir in diesem Jahr begonnen haben. Und zwar unsere Reihe über die Propheten und ihre Geschichten und Biografien. Und wir haben bisher einige Propheten besprochen gehabt. Adam alayhi salam. Wir haben uns mit Sheth beschäftigt, mit Idris alayhi salam, mit dem Propheten Hud alayhi salam und dem Propheten Salih alayhi salam. Jamia. Und haben ausführlich über ihre Biografien gesprochen und wollen insha'Allah ta'ala heute mit einer neuen Biografie beginnen. Und diese Biografie und dieser Prophet, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, ist ein aus koranischer Sicht sehr, sehr besonderer Prophet. Ja, er gehört eigentlich zu den gewaltigsten Propheten im Islam überhaupt. Und von ihm stammen fast alle anderen Propheten ab, welche nach ihm gekommen sind. Es ist ein Prophet, auf den sich alle drei monotheistischen Religionen stützen. Das Judentum, das Christentum und der Islam. Es handelt sich um keinen geringeren Propheten als Ibrahim alayhi salam, der Vater von Ismail und Ishaq alayhi salam, der Großvater von Ya'qub alayhi salam und von allen anderen Propheten, die dann gekommen sind, sowohl über die Linie von Ishaq als auch über die Linie von Ismail. Bei Ishaq alayhi salam haben wir sehr viele Propheten, denen wir uns noch beschäftigen werden, unter anderem auch Musa und Isa alayhi salam. Und über Ismail nur einen einzigen Propheten, nämlich unseren Propheten Salawat Rabbi wa Salamuhu Alayhi. Und wir wollen uns heute insha'Allah ta'ala ein wenig mit dem Beginn von der Geschichte Ibrahims beschäftigen, indem wir nämlich erst einmal ausschauen oder erst einmal schauen, welche Stellung Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim alayhi salam in der Dunya und im Akhira gegeben hat. Um dann, insha'Allah ta'ala, in den nächsten Einheiten ausführlich auf seine Geschichte einzugehen. Weil eines ist klar, die Geschichte von Ibrahim gehört zu den längsten Geschichten im Koran. Es ist nicht die längste, aber sie gehört zu den längsten Geschichten im Koran, die Allah subhanahu wa ta'ala immer wieder an den unterschiedlichsten Stellen erwähnt hat. Ja, Allah ta'ala, er hat sogar eine Sura nach diesem Propheten benannt, nämlich Surat Ibrahim. Ja, und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat von uns Muslimen verlangt, in seine Fußstapfen zu treten. Und auch von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Es gibt keinen Propheten, den wir so sehr nachahmen sollen, wie den Propheten Ibrahim alaihi salam. Und das hat einen Grund. Der Grund ist, dass Ibrahim alayhi salam den Islam verkörpert hat, wie kein anderer Mensch. Und wenn ich vom Islam spreche, ist irgendwas, müsst ihr mal gucken, dass das unten ausgemacht wurde. Man hört das Lachen hier von denen. Okay, jetzt glaube ich weg. Ja, aber okay. Und wenn ich von Islam spreche, dann meine ich damit den Islam in seiner ursprünglichen Bedeutung. Nicht den Islam als Religion
des Islam, wie wir sie heute kennen, sondern Islam in seiner Bedeutung als Gottergebenheit und Hingabe. Die ursprüngliche Bedeutung unserer Religion ist die Hingabe zu Allah. Es gibt viele, wenn sie gefragt werden, was heißt eigentlich Islam, dann antworten mit den Worten Frieden. Das ist teils richtig, nicht ganz richtig. Weil die absolut ursprüngliche Bedeutung von Islam ist Hingabe. Und eine der Bedeutungsnuancen davon ist der Friede. Friede durch Hingabe. Friede durch Hingabe. Aber das Fundament ist die absolute Hingabe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gab keinen anderen Propheten, der diese Hingabe so verkörpert hat, wie Ibrahim alayhi salam. Weshalb Allah ta'ala von unserem Propheten sallallahu alayhi wa sallam auch verlangt hat, dass er das Glaubensbekenntnis Ibrahims alayhi salam zu befolgen hat. Anittabi' millata Ibrahima hanifa. So befolge die Mille Ibrahims. Und mit Mille ist hier das Glaubensbekenntnis gemeint von Ibrahim. Der ein Hanif gewesen ist. Und wir werden auf dieses Wort noch eingehen, inshallah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat grundsätzlich erst einmal Propheten auserwählt unter den Menschen. Und er hat auch unter den Propheten noch einmal Gesandte auserwählt. Und auch unter den Gesandten hat er bestimmten Gesandten, bestimmten Rusul, eine besondere Stellung gegeben. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt in Surat al-Baqarah, Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Dies sind die Gesandten. Einige von ihnen haben wir vor anderen bevorzugt. Minhum man kallama Allah. Unter ihnen gibt es manche, zu denen Allah gesprochen hat. Zu wem hat dann Allah gesprochen? Direkt ohne Jibril alayhi salam als Mittler. Musa alayhi salam. Allah ta'ala sagt, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمَ. Allah, er hat mit Musa gesprochen, direkt. Und dann sagt Allah ta'ala in dieser Ayah, وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدَنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. Und Isa, dem Sohn Mariams, gaben wir die klaren Beweise und stärkten ihn mit dem Heiligen Geist. Allah Ta'ala, er hat also auch unter diesen Propheten, nochmal Propheten und Gesandte, hervorgehoben. Und unter ihnen die fünf Ulul Azm der Gesandten. Die fünf, die eine besondere Entschlossenheit hatten. Und welche sind das? Das hatten wir auch erwähnt gehabt. Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Absolut. Und Ibrahim alaihi salam, subhanallah, er hat diese besondere Stellung bei Allah. Allah Ta'ala, er hat nicht, also zumindest ja, wird das nicht erwähnt im Koran, direkt mit ihm gesprochen, wie er mit Musa alayhi salam gesprochen hat. Ibrahim alayhi salam hat auch keine Toten zum Leben erweckt, wie es beispielsweise Isa alayhi salam getan. Und auch die Suhuf von Ibrahim sind nicht aufbewahrt worden, wie beispielsweise der Injil und die Taura, welche ja noch heute eine wichtige Rolle spielen. Und trotz alledem, subhanallah, hat Ibrahim alayhi salam diese unglaublich hohe Stellung bei Allah Ta'ala eingenommen, sodass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam seinem Glaubensbekenntnis folgen soll, seinem Weg folgen soll und Ibrahim alaihi salam sich zum Vorbild nehmen soll. Und das muss schon was heißen, dass der letzte aller Gesandten ein Vorbild hat. Subhanallah, ich meine, für uns ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das Vorbild. Und das muss man sich vorstellen, wer ist sein Vorbild? Subhanallah. Sein Vorbild ist Ibrahim alayhi salam. Unglaublich. Was muss das für ein Mann gewesen sein? Und wir wissen, der Prophet sallallahu alayhi wa sallam, wie es er über sich selbst gesagt hat, er ist der Beste unter den Menschen. Einer Sayyidu waladi Adam. Ohne damit prahlen zu wollen. Das ist einfach eine Tatsache. Und trotzdem hatte er dieses Vorbild. Und er sollte in die Fußstapfen von Ibrahim alayhi salam treten.
Und Allah subhanahu wa ta'ala, er begründet auch noch an anderer Stelle, warum Ibrahim alayhi salam diese ganz besondere Stellung hat bei Allah ta'ala. Wie kein anderer Prophet. Und zwar, indem er nämlich über Ibrahim alayhi salam sagt, Inna Ibrahim kana umma. Ibrahim ist eine Gemeinschaft gewesen. Eine Gemeinschaft, die eine Vorbildfunktion hat. Allah Ta'ala, er bezeichnet einen einzigen Menschen als Gemeinschaft. Weil er nämlich wie kein anderer in allen Lebensbereichen unter Beweis gestellt hat, dass er ein gottergebener Mensch ist. Und dementsprechend können wir uns Ibrahim alayhi salam wirklich in allen Lebensbereichen zum Vorbild nehmen. Weil er immer wieder gezeigt hat, er ist der wahre Muslim. Der wahre, gottergebene Mensch. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat Ibrahim alayhi salam bestimmte Auszeichnungen gegeben, die wir uns an dieser Stelle einfach mal anschauen möchten. Die erste Auszeichnung ist, dass alle monotheistischen Religionen, welche heutzutage existieren, die großen, das Judentum, das Christentum und der Islam, sich auf ihn stützen. Und das an sich ist schon eine gewaltige Auszeichnung. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht auch hierüber. Indem er nämlich sagt, وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَ تَهْتَدُوا. Sie sagen, werdet Juden oder Christen, so seid ihr rechtgeleitet. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Sag, nein, vielmehr das Glaubensbekenntnis Ibrahims, Anhängers des rechten Glaubens. Und er gehörte nicht zu den Götzendienern. Und dann kommt was? Dann kommt eine Aufforderung, dass wir an das glauben sollen, an das Ibrahim alayhi salam und die nachfolgenden Propheten geglaubt haben. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ. Sagt, wir glauben an Allah, das ist jetzt eine Aufforderung an uns Muslime, und an das, was zu uns als Offenbarung herabgesandt worden ist, und an das, was zu Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jakob und den Stämmen herabgesandt wurde, und an das, was Musa und Isa gegeben wurde. Alles Nachfolger von wem? Alles Nachfolger von Ibrahim a.s. Also alles geht auf wen zurück? Auf Ibrahim a.s. Was muss das für ein Mann gewesen sein, der all das verkörpert hat? Unglaublich. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim a.s. auch eine bestimmte Stellung gegeben, die er keinem anderen Propheten gegeben hat. Eine Stellung, die Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim a.s. gegeben hat, ist, dass Allah Ta'ala ihn als Hanif bezeichnet. Hanif kommt immer wieder vor in Bezug auf Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, in ungefährer Bedeutung, und richte, O Muhammad, dein Gesicht aufrichtig zur Religion hin als Anhänger des rechten Glaubens und gehöre ja nicht zu den Götzendienern. Und rufe nicht außer Allah an, was dir weder nützt noch schadet. Wenn du es tust, dann gehörst du folglich zu den Ungerechten. Allah subhanahu wa ta'ala, er bezeichnet Ibrahim, ja, das war die falsche Ayah gewesen, entschuldigt bitte, ja, ich wollte eigentlich nicht diese Ayah zitieren, deshalb ist die falsche Ayah zitiert. Khairan, insha'Allah ta'ala. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala, er bezeichnet Ibrahim als Hanif, immer wieder, ja. Inna Ibrahim kana ummatan qanatan lillahi hanifa wa lam yaku min al-mushrikin. Was bedeutet aber das Wort Hanif? Was ist die Bedeutung von diesem Wort Hanif? Ist unglaublich wichtig. Weil das Wort Hanif wird auch für einige Menschen benutzt, die vor dem Islam gelebt haben und nur einem Gott gedient haben. Die wurden als Hunafa bezeichnet oder als Ahnaf. Und was bedeutet das ganz konkret, das Wort Hanif? Hanif bedeutet sich von etwas abwenden. Und zwar ganz konkret, sich vom Götzendienst abwenden.
von jeglicher Form von falschen Gottheiten abwenden. Und gleichzeitig auch sich dem wahren Glauben zu wenden. Sehr, sehr wichtig. Eine sehr wichtige Eigenschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim alayhi salam hier zuschreibt. Er wendet sich von etwas Schlechtem ab und wendet sich dem Richtigen zu. Und das ist genau die Grundbedeutung unseres Glaubensbekenntnisses. Unser Glaubensbekenntnis besteht aus einmal einer Negation und einmal einer Bestätigung. Was heißt das? Einmal eine Verneinung und dann eine Bestätigung. Ich sage was als Muslim? Ich bezeuge, dass es keinen, ich fange mit einer Verneinung an, keinen Gott gibt. Hier gibt es eine lustige Anekdote, einmal, ich glaube, es war hier sogar in der Finostraße gewesen. Da ist ein Bruder gekommen, weder IZDB oder hier. So ein älterer Herr, der wollte den Islam annehmen. Und dann habe ich dann das Glaubensbekenntnis dann vorgesagt, auf Deutsch. Habe ich gesagt, sag, es gibt keinen Gott. Meinte er, ich bin gekommen, um zu bezeugen, dass es einen Gott gibt. Ja, ich meine, ja, es geht noch weiter. Ja, aber er hat dann sozusagen gesagt, nein, ich bin hier, um zu bezeugen, dass es einen Gott gibt. Ja, also, aber erstmal beginnt man mit was? Erstmal beginnt man mit der Verneinung. Und dann kommt die Bestätigung, außer Allah. Und das ist unglaublich wichtig, weil das erstreckt sich auf alle Bereiche unseres Glaubens, meine lieben Geschwister, auf alle Bereiche. Wenn es darum geht, dass ich mich versuche, als Muslim in meinem Charakter zu entwickeln, dann gibt es ein Grundprinzip, was genau darauf aufbaut. Nämlich, dass ich mich erst einmal versuchen muss, von meinen schlechten Eigenschaften zu trennen, um mir dann gute Eigenschaften anzueignen. Auf Arabisch nennen das die Gelehrten At-Tahliyatu Qabla. Weiß jemand, wie das geht? At-Tahliya. At-Tahliya Qabla At-Tahliya. Tahliya heißt was? Dass ich mich von etwas frei mache. Und Tahliya heißt, dass ich mich mit etwas beschmücke. Das ist sehr wichtig. Dass ich versuche erst einmal von den Dingen fernzubleiben, die schlecht sind, die verboten sind. Und mir dann aber gleichzeitig versuche, etwas Gutes anzueignen. Das Problem ist, wenn ich das nicht berücksichtige, dann wird es immer etwas geben, was mich hindert, mich wirklich zu entwickeln. Ein Beispiel. Jemand, der einen schlechten Freundeskreis hat und dann versucht, sich positiv zu entwickeln. Würde ihm das in der Regel glücken? Nein. Weil die schlechten Freunde werden sich immer wieder negativ auf ihn auswirken. Er versucht, einen Fortschritt zu machen und sie halten ihn wieder zurück. Und er kommt nicht voran. Er versucht, anzufangen mit dem Gebet und sich zu reinigen und immer wieder kommen seine Freunde und halten ihn vom Gebet ab oder bringen ihn auf falsche Gedanken. Und deswegen, At-Takhlir, trenn dich erst einmal von diesen schlechten, negativen Einflüssen. Und dann hast du es auch leichter, dich auf das Positive zu konzentrieren. Und Ibrahim alayhi salam, er hat genau das verkörpert. Und wir werden das auch sehen anhand der Geschichte von Ibrahim alayhi salam, dass er sich immer wieder abgewandt hat von dem Schlechten, von dem Negativen. Und auch bereit gewesen ist, hier auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala Opfer darzubringen. Er hat seine Heimat hinter sich gelassen. Er hat seine Familie hinter sich gelassen. Er war bereit gewesen, seine Frau in einer Wüste zurückzulassen. All das, er war bereit gewesen, auf seinen Sohn zu verzichten, indem er ihn opfert. All das hat er getan, damit er Allah subhanahu wa ta'ala näher kommt. Also er hat diese Eigenschaft von der sozusagen Allah spricht als Hanif, hat er in sozusagen hat er verkörpert, regelrecht verkörpert. Und deswegen nannte ihn Allah ta'ala Hanifa. Was hat es jetzt auf sich mit den Hunafa, die vor dem Islam gelebt haben? Das wird es auch noch kurz haben, insha'Allah ta'ala. Und zwar, bevor der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesandt wurde, gab es Menschen, die nur an einen Gott geglaubt haben. Es waren einzelne Leute gewesen. Und diese Leute nannte man Ahnaf. Diese Leute nannte man Ahnaf. Warum? Weil sie sich vom Götzendienst abgewandt haben und sich dann Allah ta'ala alleine zugewandt haben, aber nicht wussten genau wie. Woraufhin dann Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesandt hat. Das ist eine Auszeichnung von Ibrahim alaihi salam. Dass er ein Hanif gewesen ist.
Eine weitere Auszeichnung von Ibrahim alayhi salam, die wir im Koran vorfinden, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich Ibrahim alayhi salam zum Khalil genommen hat. Allahu Akbar, zum Freund. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt in ungefährer Bedeutung in Surat An-Nisa, wer hätte eine bessere Religion? وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا, ja, als wer sein Gesicht Allah hingibt. مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ, und dabei Gutes tut. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, hier wieder Hanif, ja, und dem Glaubensbekenntnis Ibrahims folgt als Anhänger des rechten Glaubens. Das wird hier so übersetzt, als Anhänger des rechten Glaubens. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, und Allah nahm sich Ibrahim zum Freund. Allahu Akbar. Was für eine Auszeichnung. Der Freund Allahs. Nicht nur einfach Wali, jemand, der Allah nahe steht und den Allah beschützt. Nein, ein Freund, ja, Allahs, hier auf Arabisch Khalil, ist jemand, der regelrecht mit dem anderen verbunden ist. Was heißt denn Khalil, also sprachlich gesehen? Kommt von Khalla, ja, und Takhallala. Wenn ich sage Khallala Asabi'ahu in der arabischen Sprache, dann meine ich damit, ich durchkämme meine Finger, indem ich sozusagen die Hand, ja, die Finger, in sozusagen die Fingerinnenräume dann tue. Khallala Ihyatahu, wenn ein Mann seinen Bart beim Wudu, ja, durchkämmt, dann nennt man das Takhlil al-Lihya. Khal, was ist denn Khal? Was heißt denn Khal auf Deutsch? Essig. Warum heißt denn Essig Khal? Warum heißt Essig Khal? Woraus entsteht denn Essig oder woraus wird denn Essig hergestellt? Aus Alkohol in der Regel. Ja? Und subhanallah, das aus dem Alkohol, ja, entsteht dann Khal, eine andere Substanz, ja, die nicht mehr Alkohol ist, aber es ist im Grunde genommen zu einem geworden. So, als würde man zu einer Sache werden. Zu einer Substanz. Zu einer Substanz. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er bezeichnet Ibrahim als Khalil, so, als würde Ibrahim Allah ta'ala so nahestehen, dass er mit ihm die ganze Zeit zusammen ist. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat gesagt, O Abu Bakr, hätte ich nicht Allah zum Khalil, dann hätte ich dich zum Khalil genommen. Aber es kann nur ein Khalil geben. Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ja, also, du bist mein guter Freund, aber mein Khalil ist Allah. Mein Khalil ist Allah. Und dementsprechend, ein Khalil ist dein engster Freund, mit dem du alles teilst in deinem Leben. Und subhanallah, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über diejenigen, die einen Khalil haben im Leben, der aber nicht gottesfürchtig ist? Al-Akhila'u, das ist der Plural von Khalil. يَوْمَ إِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. Subhanallah. Diese engen Freunde, dein bester Freund, den du die ganze Zeit deine Zeit verbringst, dem du all deine Geheimnisse anvertraust, so als wäret ihr schon eine Seele, ein Körper. Ja, man kann euch gar nicht mehr unterscheiden. Wir werden am jüngsten Tag einander Feind sein. Außer die Gottesfürchtigen. Außer die Gottesfürchtigen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat sich Ibrahim zum Khalil genommen. Was für eine Auszeichnung. Was für eine Auszeichnung für diesen Menschen. Was muss er für eine Stellung bei Allah gehabt haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala über ihn so etwas sagt. Und dementsprechend ist es so wichtig, dass wir uns intensiv mit der Geschichte von Ibrahim alayhi salam beschäftigen. Damit wir wissen, wie der Weg lautet, der dann dazu führt, dass Allah mir nahe steht. Ich weiß, ich kann niemals zum Khalil Allahs werden. Ja, das ist anderen, ja, dann vorbehalten. Aber ich kann zumindest versuchen, diesen Weg zu gehen, weil auch wenn ich kein Khalil werden kann, ich kann zumindest aber zu einem Wali werden. Zu einem Allah nahestehenden. Jemanden, den Allah subhanahu wa ta'ala beschützt. Und jemanden, den Allah subhanahu wa ta'ala bewahrt. Und das ist es doch, was wir am Ende alle wollen. Achso, ich dachte, du willst was von mir. Ne? Ja, ist gut. Und das ist es doch, was wir am Ende von Allah wollen, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala nahe kommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er möchte, dass wir ihm nahe kommen.
sodass er immer für uns da ist, sodass er uns immer beschützt. Und deswegen spricht Allah Ta'ala im Koran immer wieder über die Awliya. Und er sagt, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Wahrlich, die Allah nahestehen, die Awliya Allah, die Freunde Allahs, kann man auch als Freund Allahs übersetzen. Keine Angst wird über sie kommen, noch werden sie traurig sein. Durch die Biografie von Ibrahim alayhi salam werden wir diesen Weg kennenlernen, der dazu führt, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala sehr, sehr nahe sein können. Und wie gesagt, wir werden insha'Allah ta'ala nicht nur einige... für? Also es gibt so ein paar Fragen von einer... für ein Referat. Jetzt so 5 vor 10 Eigentlich nicht, aber ich kann es versuchen, inshallah, mache ich ein bisschen früher Schluss. Schau. Kann es auch telefonisch? Also, oder ist, ich frage mal, inshallah, weil ich habe danach noch einen Termin in Spandau. Inshallah. Um 8 Uhr. Deswegen wird es ein bisschen schwierig. Entschuldigt bitte. Okay. Inshallah. Wo sind wir stehen geblieben? Ja, es hat mich jetzt auch ein bisschen durch aus der Bahn geworfen. Durch Ibrahim alayhi salam lernen wir also, meine lieben Geschwister, wie wir Allah subhanahu wa ta'ala nahe kommen können. Ja? In dieser Dunya, damit Allah subhanahu wa ta'ala mit uns zufrieden ist. Und wie schön ist es, dass Allah dir nahe ist. Hört euch mal diesen schönen Hadith an. Und zwar ein Hadith Qudsi, ein heiliger Hadith, wo Allah ta'ala genau über diese Awliya spricht, diese Allah nahestehenden. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Wer einen mir nahestehenden anfeindet, dem werde ich den Krieg erklären. Und dann zeigt Allah Ta'ala auf in diesem Hadith, wie wir zu Schutzbefohlenen, zu Nahestehenden Allahs werden können. Und es gibt hier zwei Möglichkeiten. Einmal, ja, sagt er, ja, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبَدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Und mein Diener nähert sich mir mit keiner Sache, die mir lieber wäre als das, was ich ihm zur Pflicht auferlegt habe. Also erst einmal die Pflichten. Und dann kommt die zweite Stufe. Und das ist das Wichtige, was uns nochmal zeigt, ja, wie nah wir Allah kommen können. Welche Möglichkeiten es gibt. وَلَا يَزَالُ عَبَدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهِ. Und mein Diener nähert sich mir so lange mit freiwilligen Taten, bis ich ihn liebe. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Wenn ich ihn liebe, werde ich zu seinem Gehör, mit dem er hört. Und zu seinem Augenlicht, mit dem er sieht. Und zu seiner Hand, mit der er greift. Zu seinem Fuß, mit dem er läuft. Und zu seinem Bein, mit dem er läuft. وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ. Und wenn er mich bittet, gebe ich ihm. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ. Und wenn er Zuflucht bei mir sucht, dann werde ich ihm Zuflucht gewähren. Allahu Akbar. Ja, das ist der Weg. Ja. Ibrahim alayhi salam und seine Biografie wird mir zeigen, wie ich diese hohe Stufe bei Allah subhanahu wa ta'ala dann auch erlangen kann. Ibrahim alayhi salam, er hat es nicht einfach gehabt. Und er stand vor hohen Herausforderungen. Und er ist in einer Umgebung aufgewachsen, die alles andere als fromm gewesen ist und rechtschaffen gewesen ist. In einer Umgebung, wo die Menschen Götzen angebetet haben. In einer Umgebung, wo die Menschen zu Tempeln gepilgert sind, um den Götzen Opfer darzubringen. Er ist in einer Familie groß geworden, die sogar diese Götzen hergestellt hat und produziert hat. Also alles andere als einfach. Und subhanallah, trotz alledem hat Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim alayhi salam auserwählt. Vielleicht gerade deshalb, damit er etwas verändern soll. Und damit er auch zeigt, dass man etwas verändern kann, selbst wenn die Umstände sehr, sehr schwierig sind. Wo hat Ibrahim alayhi salam gelebt? Und zu welcher Zeit hat Ibrahim alayhi salam gelebt? Ibrahim alayhi salam hat ca. 4000 Jahre vor unserer Zeit gelebt. 4000 Jahre vor unserer Zeit gelebt. Und zwar an einem Ort mit dem Namen Ur. Und Ur ist die Hauptstadt der Sumerer gewesen. Und wo haben die Sumerer gelebt? Wo ist ihr Reich gewesen? Das Reich der Sumerer ist eine sehr, sehr fortschrittliche Kultur gewesen. Weiß das jemand? Hm? Ja?
Nähe kann ich sehen. Ja, es ist irgendwie alles in der Nähe, als wenn man so nimmt. Ja, das reicht ja so mir. Habt ihr nicht im Geschichtsunterricht aufgepasst? Die Keilschrift und. Ja, wo war das gewesen? Wo wurde die erfunden, die Keilschrift? Und im Zweistromland. Wo ist das Zweistromland? Ägypten? Ah, Irak! Ja, im Irak. Genau. Ja. Und, war schlechte Geschichte. Okay, das war scheinbar nicht alles schlechte Geschichte. Gut, genau. Also im Zweistromland, ja, im heutigen Irak. Ja. Und ist die Hauptstadt. Und es ist, wie gesagt, eine Hochkultur, eine Hochzivilisation. Und Ibrahim alayhi salam, er wird genau in diese Gesellschaft hineingeboren. Und er wächst dort auf. Zunächst erst einmal wie jeder andere Jugendliche auch. Er steht unter den Einflüssen. Und jetzt gelangt Ibrahim alayhi salam von sich aus. Er hat niemanden, der ihn leitet, außer Allah subhanahu wa ta'ala, zu eine Erkenntnis, dass das, was sein Volk tut, falsch ist. Er hatte keinen Propheten gehabt, der ihm geholfen hat. Er hatte niemanden, der ihn in die Hand genommen hat und geleitet hat, sondern Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige gewesen, der ihn geleitet hat. Und das ist das Besondere an diesem Propheten, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie auserwählt. Wie hat nun Ibrahim alayhi salam diese Leitung gefunden? Allah subhanahu wa ta'ala, er berichtet hierüber in Surat Al-An'am. Aber das werden wir heute nicht mehr besprechen, weil das jetzt zu lange dauern würde, um das auch noch zu besprechen. Und ich wollte heute ohnehin etwas kürzer machen. Und ihr seht gerade, ja, dass jetzt auch noch jemand von mir ein Referat, ein paar Fragen zum Referat möchte. Und ich möchte euch noch die Möglichkeit geben, auf jeden Fall auch Fragen zu stellen, damit wir noch 10 Minuten ungefähr in Schala Hotel alle vier Fragen haben, weil es immer wieder Fragen gibt. Und nächste Woche werden wir dann wie Isnallah al-Zawajal anfangen mit Ibrahims Kindheit, ja, und was ihm dann widerfahren ist und wie es sich dann weiterentwickelt hat, gerade auch in Bezug auf seinen Vater und in Bezug auf die Götzen in seiner Stadt. Aber dazu dann mehr nächste Woche in Schala Hotel. Barakallahu fikum, jazakum allah khairan für eure Aufmerksamkeit. Nächste Woche geht es dann wieder richtig los, inshallah. Die Geschichte von Ibrahim heute so ein bisschen zum Warmwerden. Ja, inshallah. Bis dann wünsche ich euch alles Gute. Subhanakallahu wa hamdik, inshallah, la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.